Leute, richtig, richtig geniale Informationen zu Apex Legends. Es soll wohl sehr, sehr bald, wer hätte es gedacht, nachdem das Waffen-Mastery-System implementiert wurde, mehr schlecht als recht, muss ich leider sagen. Aber auch da gibt es Neuigkeiten. Ja, auf was will ich hinaus? Wer hätte gedacht, dass nicht auch ein Legend-Mastery-System kommen wird? Und genau das soll es nämlich tun. Das wurde nämlich heute geleakt. Es soll ein Legenden-Mastery-System kommen, was ich ehrlich gesagt extrem feier. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Konkurrenzdenken. Jetzt ist XDefiant draußen. Dort kann man extrem grinden. Die erste Season steht an. Es gibt 15 Prestige-Level, 16 sogar mit dem Mastery-Prestige. Es gibt Waffen, die du leveln kannst. In Season 1 kommt ein neues Mastery für die Waffenskins und so weiter und so fort. Und ich denke, das sieht Respawn auch, das sieht EA. Und die wollen eine Langzeitmotivation in den Grind bringen. Und so macht es nur Sinn, mal abgesehen von dem Waffen-Mastery-System. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Hier in den einzelnen Stichpunkten ganz unten steht auch das Waffen-Mastery-System. Das soll überarbeitet werden, das soll ordentlich überarbeitet werden. Weil, sind wir mal ehrlich, schreibt es gerne mal in die Kommentare, das Waffen-Mastery-System ist einfach ultra, ultra langweilig. Ich habe noch nie drauf geachtet. Es, ja, ich finde es nicht wirklich spektakulär und ich muss wirklich sagen, das finde ich sehr, sehr schade. Das mit den Badges ist eine geile Idee. Ab Level 20, 40, 60, 80, 100. Das ist eine geile Idee, aber die Badges sehen auch ultra langweilig aus. Das ist so ultra unkreativ. Wir kommen aber erstmal zum Thema zurück. Wie gesagt, Legenden sollen ein Mastery-System kommen. Schon sehr bald steht da. Wir gehen einfach mal von Season 22 aus. Jetzt ist mittlerweile bekannt, es kommt eine neue Map, die District Map. Dann kommt wahrscheinlich auch das Legenden-Mastery-System und diese Season 22 wird wahrscheinlich dann wirklich ultra, ultra big werden. Akimbo-Waffen, zwei Stück, die P20, die Mosambik, wer da nichts Genaues drüber weiß, schaltet nochmal ein paar Videos zurück, spreche ich ausgiebig drüber für alle, die das Video auf TikTok sehen, unbedingt auch auf YouTube vorbeischauen, dort gibt's auch eine Menge zu sehen und umgedreht, alle, die hier schauen, gerne auf TikTok vorbeischauen. Gibt es eine Menge Kurzvideos, ich habe jetzt in der Vergangenheit eine Menge Kurzvideos, um kurz davon abzudriften, eine Menge Kurzvideos auch auf YouTube gepostet, das werde ich wieder weglassen, das mache ich nur noch ausschließlich auf TikTok, das macht einfach mehr Sinn. Auf jeden Fall wird es für das Legenden Mastery System exklusive Skins geben, wenn wir diese Legende dann gemastert haben. Es wird auch Legenden geben, die du so nicht freigeschaltet hast, durch legendäre Token oder durch irgendwelche Challenges, die wir manchmal hatten. Kannst du über dieses System auch die Legenden freischalten, finde ich auch extrem nice. Wobei ich mich hier ehrlich gesagt frage, wie funktioniert das, wenn ich die Legende ja eigentlich spielen muss, um sie zu mastern? Werden wir mal sehen. Ich denke mal, Respawn und EA wird da schon irgendwas Kreatives einfallen. Müssen wir mal schauen. Und neue einzigartige Belohnungen allgemein für die Legenden. Und ganz am Ende, das Waffen-Mastery-System wird komplett überarbeitet. Sind wir ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Das Mastery-System ist ultra langweilig. Ja, und es gibt auch einfach viel zu wenig. Bis du Level 100 erreichst, bekommst du dann einen Skin oder irgendwas, da kriegst du eine Badge. Aber spektakulär ist der Grind dafür nicht. Also wenn ich das jetzt mal mit XDefiant vergleiche, ich möchte nicht die beiden Spiele als solches vergleichen, als eine Art von Spiel Battle Royale und Boots on the Ground Shooter, aber die Belohnungen für Level 25, 75 oder 50, 75 und 100, die Skins, die du bekommst, Silber, Bronze, Gold. Und jetzt in Season 1 kommt auch noch so eine Art, das ist eine lila Camo in lila Metallic. Das sieht so unwahrscheinlich geil aus. Leute, macht das für Apex Legends. Es kann nicht so schwer sein. Das macht den Grind geiler und das wäre für die Legenden auch eine feine Sache. Von mir aus auch einfach Silber, Gold, keine Ahnung, Skins, irgendwas Krankes. Guckt einfach das Beispiel mal hier an, wenn du hier irgend so ein Metallic-Cover über diesen Wraith-Skin machst. Klar, das ist jetzt dieser Prestige-Skin. Geht mal nicht davon aus, dass das irgendwas mit dem Prestige, also mit dem Mastery-System zu tun hat. Das passt einfach nur zum Leak.
Also, für eine Langzeit-Grind-Motivation ist es geil, und wer wirklich Bock hat, dann das Mastery-System zu komplettieren, wie es bei den Waffen so ist, dann musst du ja wirklich alle Waffen auf Level 100 grinden, um eine spezielle Badge zu bekommen und irgendeinen Banner, der auch für das, was du da geleistet hast, auch ebenfalls ultra langweilig ist. Wenn du das mit allen Legenden schaffst, da muss doch mal der Hammer her. Da müssen doch vielleicht auch einfach mal, wenn du masterst, keine Ahnung, vielleicht mal Erbstücksplitter her, oder du bekommst diese neue Währung, diese exotischen Splitter, irgendwas, was mal Motivation hat und nicht so eine langweiligen Belohnungen, weil nichts ist langweiliger als ein Grind, wo du sagst, cool, eine rote Badge mit einer Zahl und einer Flatline in der Mitte. Cool. Wirklich mega langweilig. Da muss was passieren. Ich bin aber überzeugt, da wird irgendwas kommen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Deswegen denke ich, das wird cool. Season 22 wird sicherlich sehr großartig werden. Season 21, muss ich sagen, hat mich auch nicht wirklich enttäuscht. Ich finde Season 21 eigentlich relativ cool, auch wenn der Solo-Modus ziemlich sweaty ist und auch der Duo-Modus einfach zurückkommen muss. So, jetzt habe ich genug abgeschweift oder bin genug abgeschweift. Freut euch aufs nächste Video. Ich habe noch ein paar andere Informationen, die packe ich in ein kürzeres. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.